Ich genieße dieses Weihnachtskeks. Und ich gebe mir die Wärme dieses Ofens. Ich schaue auf mich. Ich lasse es mir gut gehen. Denn so sagen ja viele, wenn du glücklich sein willst, schau mehr auf dich. Ich denke, es ist gut, wenn ich es mir immer wieder gut gehen lasse. Und gleichzeitig weiß ich, das kann auch dazu führen, dass ich mich zu sehr auf mich selber konzentriere. Und ich denke dabei an die Glücksforscher, die sagen, wenn du glücklich sein willst, dann investiere vor allem in gute Beziehungen und Freundschaften. Und sie sagen, sogar der Einsatz für Menschen in Not, der kann Glückshormone aktivieren. Ich merke selber, wie ich auflebe, wenn ich in netten Gesellschaften mich aufhalte. Und wie es mich sogar belebt, wenn ich mich um Menschen kümmere, denen es nicht so gut geht. Mir fällt dazu ein, dass die Bibel sagt, glücklich ist der Mensch, der eine gute Beziehung mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selber hat. Ich glaube, dass Gott ein Mensch geworden ist in Jesus, um mir zu diesem Glück zu verhelfen. Deshalb möchte ich beten, Jesus, hilf mir und hilf uns allen, dass wir gute Begegnungen mit Gott erfahren und mit den Menschen, besonders auch mit denen, denen es schlecht geht. Denn ich möchte immer mehr das erleben, wovon der heilige Paulus in einem Brief schreibt: Seid immer glücklich in Jesus, dem Herrn, und zeigt allen, wie gut ihr zu den Menschen seid.